Hallo meine Hübschen, wie ihr seht, sitze ich an einem neuen Platz und zwar drinnen, weil es regnet und es ist eiskalt. Ich bin immer noch krank, darum sehe ich auch, naja, nicht so fit aus, würde ich mal sagen. Meine Haare sind total grauselig, weil ich in den Regen gekommen bin. Aber ich habe euch das Video versprochen und zwar zu meinem Müller-Haul. Ja, auf dem Bild sah das, glaube ich, ein bisschen größer aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber es ist trotzdem relativ viel geworden. Ja, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was ich gekauft habe und wünsche euch viel Spaß dabei. So, dann starten wir doch einfach mal. Vielleicht eine Sache, die die wenigsten interessieren wird. Das habe ich mir gekauft und zwar ist das so eine Hobbyplatte, nennt sich das. Habe ich mir einfach für meinen Filofax gekauft, damit ich da eben besser schneiden kann und solche Geschichten. Die Preise schreibe ich euch alle unten in die Infobox, also guckt da einfach mal vorbei. Dann habe ich mir einen Stempel gekauft, nicht für meinen Filofax, sondern für die Arbeit. Und zwar ist das dieses hier. Ja, ihr wisst vielleicht, dass ich mit Kindern zusammenarbeite und ich fand den Stempel irgendwie ganz süß für Hausaufgaben korrigieren oder sowas. Ja, darum habe ich diesen Stempel gekauft, mit gut gemacht. Dann kennen die meisten wahrscheinlich die Duschgele von Original Source. Die gibt es auch bei DM, aber bei Müller gibt es mehr Sorten. Da habe ich mir zum einen dieses mitgenommen. Das ist Lemon and Tea Tree. Und ja, es riecht einfach so, so gut. Ja, was steht denn da noch drauf? Zitronen- und Teebaum, vollgepackt mit 100% ätherischen Ölen. Und hier ist das Wachmachrezept für alle Langschläfer. Wir nehmen 10 pikante Zitronen für dieses erfrischende Duschgel, etwas Teebaumölextrakt und dann ab in unsere voll recycelbare Flasche. Wow, fertig! Dieses Duschgel garantiert dir den echten Frische-Kick unter der Dusche. Jo, ich finde es ganz cool. Und dann habe ich mir noch ein zweites mitgenommen. Und zwar ist das hier die Sorte Shea Butter und Honey. Du wirst es erst nicht glauben, aber wir haben es getan. Unsere Bienen sind 49 Meilen geflogen, um den Honig herzustellen, den wir für dieses pflegende Duschgel brauchten. Tropfen für Tropfen und nur für dich ein mildes Shea-Butter-Honig-Paket für die Dusche. Unvergleichlich, was? Schnuckelig süß zu deiner Haut und das noch Fairtrade. Es tut mir leid, dass ich jetzt so gelesen habe, als wäre ich in der ersten Klasse. Es liegt einfach daran, dass das so klein ist und ich relativ weit weg bin. Aber wenn ich es mir näher hole, dann seht ihr es nicht mehr in der Kamera. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich diese beiden hier gekauft und freue mich schon super darauf, mit denen zu duschen. Und dann kommen wir natürlich zu den Sachen, die meisten von euch interessieren werden, und zwar Kosmetik. Jetzt ist es ja so, dass Müller. Ich lege euch mal hier wieder was hin, damit ihr was zu gucken habt. Dass Müller exklusive Produkte von Catrice und Essence haben und da habe ich natürlich ein bisschen zugeschlagen. So, fangen wir doch einfach mal an mit diesem Nagellack von Catrice. Ich hoffe, ihr könnt die Farbe sehen. Das ist eben so ein rosa Schimmer und ist eine dieser Luxury-Lackers. Und das ist die Farbe. My Satin Belly Shoes. Jo, Liquid Metal ist das. Dann vielleicht mal zu dem Nagellack, den ich heute drauf habe. Den habe ich auch schon bei Instagram gepostet. Das ist dieser Essence-Nagellack. Und zwar ist das die Farbe Never Stop Dreaming. Ich werde euch jetzt nochmal zwei Bilder einblenden, die ich eben auch bei Instagram gepostet habe, weil da seht ihr die Farbe einfach besser. Dann habe ich diesen Thermoeffekt-Lack mitgenommen. Und zwar ist das einfach dieses schöne Mintgrün in der Farbe Played Cool. Und das werde ich natürlich ausprobieren, wie das sich verändern wird. Genauso wie diese Farbe ist auch ein Thermoeffekt-Lack, ist so nude. Und das ist die Farbe Warm My Heart. Ja, dazu wird es noch ein extra Video geben. Bisschen so wie bei den Hello Autumn Lacken werde ich das wahrscheinlich machen. Einfach so eine kurze Demo. Dann habe ich von Essence diesen Nagellack gekauft, weil ich ihn so cool fand. Das ist einfach so eine lila Base mit diesen Sachen drin. Und das ist die Farbe Live, Love and Party. Und dann muss ich natürlich einen dieser Coca-Cola-Lacke mitnehmen. Ich habe das auch schon bei Instagram gepostet gehabt, was es da alles gab. Die meisten von euch werden die wahrscheinlich auch kennen. Ich konnte mich schwer entscheiden, aber 16 Euro, da wollte ich jetzt natürlich auch nicht alle mitnehmen. Ich habe mich schließlich für diesen entschieden.
Das eben dieser grüne Lack mit braunem Duochrome-Effekt. Und das ist die Farbe Green on the Runway. Und da seht ihr das Ding von der Kamera. Und das ist eben der, der für Sprite steht. Ich habe noch ein Blush mitgenommen von Essence. Und zwar eins dieser Cream-to-Powder-Blushes. Sieht so aus. Und da wurde schon reingedatscht. Nein! Oh, das ärgert mich ja jetzt. Ja, muss ich irgendwie noch desinfizieren. Ist eben so ein schönes Pink und der Name heißt passenderweise auch Everything is better in Pink. Jo, ja, toll. Nervt mich. Habe ich nicht gesehen gehabt. Aber was soll's. Außerdem habe ich mir von Catrice noch einen dieser Liquid Metal Gel Eye Pencils mitgenommen. Und zwar ist das hier die Farbe Dancing Green, die ich euch natürlich jetzt auch swatchen werde. Und dann habe ich sowohl die Feathered Fall wie auch die Chicks and. Oh nein, wie hieß sie? Chicks and Tweed LE von Catrice entdeckt. Ich muss sagen, dass mich die Sachen vor allem von der Chicks and Tweed. Check and Tweed LE überhaupt nicht angesprochen haben. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist einer dieser Lippenstifte. Das sind ja diese langen, dünnen. Und das ist die Farbe Brit Chic. Den ich euch natürlich jetzt auch swatchen werde. Das ist dieser dunkle, der so ein bisschen bräunlich auch ist. Den fand ich eigentlich ganz schön und ich glaube, der steht mir auch ganz gut. Aus der Feathered Fall LE fand ich die Sachen ehrlich gesagt auch nicht so spannend. Die Nagellacke waren ganz nett, aber auch keine Must-Haves für mich irgendwie. Ich habe als einziges diesen Lidschatten mitgenommen und zwar ist das die Farbe Peacock Tail, oder? Oh mein Gott, ich habe gerade richtig reingedatscht, habt ihr es gesehen? Oh, was ein Horst. Ich bin. Gut, also er hat eigentlich dieses wunderschöne Muster, das ich jetzt zum Teil leider zerstört habe, aber was soll's. Und das ist diese tolle Farbe. Ich habe euch das Blush gar nicht geswatcht. Werde ich noch nachholen. Jo, sieht so aus. Ich hoffe, ihr konntet die Farben jetzt alle ungefähr erkennen. Ich werde aber noch ein First Impressions damit drehen. Da werdet ihr die Farben dann auf jeden Fall besser sehen. Jo, das war's. Das war mein Haul. Ich hoffe, es gefällt euch. So, das war mein Müller-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!